Guten Moin und damit herzlich willkommen zum siebten Spieltag der OPL. Ja, wir sind heute gegen den guten Thais dran, den Leiter der Liga. Und da ich kein Teambuilding-Video gemacht habe, gehe ich kurz auf mein Team ein. Wir haben ein Scarf, wie heißt denn das Ding, Blaziken, Logok, ein Mimigma mit dem Fokus-Sash, halt einfach zum Setupen. Ein Suicune, da fühlt sich defensiv genau mit Sleep Talk, Arrest und Roar, halt nur Scald, Standard halt. Ein Caesurium mit den Black Glasses, auch einfach zum Setupen und eventuell durchzugehen, sollte Panferno wegkommen. Dann ein Keifel, speziell defensiv, um bestmöglichst sein, wie heißt das, Voltolos zu checken und last but not least ein Latias, das so ein bisschen als Wallbreaker fungiert, das mit dem Life Orb ganz gut Mungus und wie heißt das Viech, Lamus anhaut. Hat dann noch die Genesung drauf, damit es sich länger hält. Wir können somit schwerer besiegt werden. Von da an würde ich sagen, starten wir mal den Kampf. Ja gut, dauert jetzt nur kurz. Ja, da. Also. Wir werden herausgefordert. Und wir leaden mit Bazi, unserem Logok. Er mit Panferno. Cooles Matchup eigentlich. Er geht hier auf den Erdbeben. Mir war schon vom Kalken vorher klar, dass er, wenn er jetzt nicht gerade beendet ist, das nicht ausreicht. Von da an bin ich mal drin geblieben, eventuell Rocks zu verhindern und auf einen Turmkick gegangen, weil der macht ihm gut Schaden. Nimmt es aber leider nicht raus. Gut, ich wollte eigentlich meinen Bazi noch behalten, weil das gegen Credilli so das einzige war, was ich dabei hatte. Von da an gehe ich mal raus und gehe in meinen Math. Er geht aber auch raus in sein Lamus, hätte einen nächsten High Jump Kick abfangen wollen. Ja. Er geht dann raus, erwartet anscheinend, dass ich auf eine Wasserattacke gehe, was hier nicht so viel Sinn macht. Ich wollte jetzt erstmal scouten, ob er etwas gegen mich hat und bin das, also mit Lamus, bin deswegen auf den Puller gegangen und wir kriegen glücklicherweise gerade das Panferno rein. Wäre jetzt aber auch nicht tragisch gewesen, wenn es irgendwas anderes wäre, auch ein Voltolos wäre nicht tragisch gewesen, weil ich habe eigentlich da meine Switch-Ends. So. Gegen linken Park gehen wir dann aber aufs Liede Wasser, gut, Sturmsurg aktiviert sich, nur dachte ich mir, ja, bringt ihm jetzt eigentlich nicht so viel. Ich walle ihn mit meinem Sis eigentlich komplett. Und er spielt anscheinend auch noch ein physisches Set. Das heißt, der Boost bringt ihm ja gar nichts. Und der Schaden, der ist auch sehr verhalten. So, er geht darauf raus in sein Mr. Derp. Fand ich bisschen fragwürdig, aber okay, ich hatte jetzt erstmal mit einem Scissor Switch in gerechnet, von daher gehe ich mal auf die HP Fire. Dass Mr. Derp reinkommt, ist jetzt auch nicht sonderlich schlimm. Wir gehen dafür auf den Donnerblitz, den wir da drauf haben, weil der macht halt, wie wir sehen, guten Damage. Aber jetzt bekommt das Ding die Para. War jetzt halt nicht so optimal für unseren Gegner, kommt aber jetzt durch, hat keine Full Para und geht auf den Eisstrahl. Wir kriegen immerhin nicht den Freeze. So, sind wir natürlich erstmal ein bisschen low. Aber, wie gesagt, das macht uns rein gar nichts. Wir haben ja die Recover. Die drücken wir auch und er geht jetzt auf Sherox ein. Ich weiß jetzt nicht, was er damit genau wollte. Vielleicht hat er den Switch-Out predicted. Aber, dass er hier auch noch drin bleibt, das ist dann sehr fragwürdig. Weil er hat ja eigentlich eine Kraftreserve gesehen und die wird relativ obvious die HP Fire gewesen sein. Von da an verstehe ich diesen Zug eher weniger, denn die HP Fire nimmt ihn halt auch raus. Er ist jetzt noch nicht mal auf den Bullet Punch gegangen, der mir doch guten Schaden gemacht hätte, wenn er Full Attack war. Aber gut. So, er geht dann jetzt hier auf sein Zeus. Ich ja, hole meinen Switch-In dafür rein. Unser Schweinegeil. Denkt das nun mal schweinegeil, egal was er drückt. Gut, Fokus Blast vielleicht nicht so, aber ja, er drückt eh eine HP Ice und ja, also es scheint eine HP Ice zu sein, würde jetzt am meisten Sinn machen. So, ich sehe die Gelegenheit, um hier die Rocks zu legen. Er kommt erstaunlicherweise mit seinem Panferno rein.
Was jetzt nicht unbedingt so schlau war, ich kann den Eissplitter haben. Und den habe ich auch. Und er trug auch keinen Machtpunch, also frage ich mich, was er sich dabei gedacht hat. Wir nehmen auf jeden Fall das Planferno raus. Somit steht es dann 6 zu 4. Sieht eigentlich ganz gut aus. So, er geht in sein Lamus rein. Da will ich eigentlich eher weniger drin bleiben, aber wir haben halt einen guten Switch-In mit Latias, weil selbst wenn jetzt die Prediction im Eisstrahl käme, bekommt leider die Vollpara. Sie hätte uns nicht rausgenommen, ich hätte mich ein bisschen genesen können, so ein bisschen hin und her. Irgendwann wäre ich dann wohl eventuell ein bisschen fuller gewesen und hätte ihn halt eventuell rausnehmen können. Gut, wir können das dadurch, dass er hier uns nicht mit einem Eisstrahl getroffen hat, auch weiter angreifen. Gehen auf den Donnerblitz, den dieses Cradily gut tankt. So, ich gehe jetzt erstmal auf die Genesung, weil ich gucken wollte, was er macht. Ich hatte auch nachgedacht, auf Logocross zu gehen, falls er die Rocks drückt, weil da habe ich halt einen Defog drauf. Beziehungsweise könnte ich ihn halt auch ganz simpel attacken, was auch gut Schaden machen würde. Und ja, aber er scheint nichts davon machen zu wollen, von daher gehe ich einfach mal auf den Psychoschock, weil der macht ihm eigentlich ganz okay einen Damage. Ja, das sieht wirklich nach keinem schlechten Damage aus. Er geht jetzt aber auf den Fluch. Und da dachte ich, oh, was mache ich denn jetzt? Das könnte gefährlich werden. Weil ich hatte, also auf Cradily hatte ich mich kaum vorbereitet. Von da an waren jetzt meine Optionen nicht so großartig. Ja, dann habe ich mir aber gedacht, er muss ja jetzt auf eine Recovery gehen, weil er will ja seinen Cradily nicht so low lassen. Deswegen hole ich mal besser meinen Lugok rein. Denn so ein High-Jump-Kick, der ist halt einfach ein Step von einem Logok und der macht Damage des Todes. Von da an gehen wir halt in Bazi, unser Prediction mit der Genesung geht auf und gehen auf den High Jump Kick und oh, macht er Damage. Er macht dann jetzt aber einen ganz komischen Play. Er geht halt einfach nur mal auf Fluch, weil er wohl dachte, dass auf plus 1 Step der High Jump Kick anscheinend nichts mehr macht. Es ist ein Logok und das High Jump kickt alles weg. Und jetzt kommt auch der zweite Turmkick. Und ja, der nimmt ihn halt raus. Von da an, ja, wäre besser gewesen, er hätte mich rausgenommen oder sonst was, weil dann wäre Cradily. Wobei auf der Range hätte ich es, glaube ich, noch revengen können, eventuell. Aber dann wäre es halt noch deutlich gefährlicher geworden. So, wir gehen jetzt hier wieder in Sis. Er geht auf den Tagedieb, was jetzt aber nicht weiter tragisch ist. Wir sind ja durch die Genesung gegen Cradily wieder auf einer guten KP-Range und können jetzt auf den Thunderbolt gehen und er haut ihn auch direkt auf Rot. Er kriegt leider wieder die Fullpara. War jetzt ärgerlich. Wahrscheinlich hat er hier ja wohl auf den Ice Beam geklickt, der hätte mich halt nicht ausgenommen, aber trotzdem ärgerlich. Gut, wir nehmen ihn jetzt mit dem T-Bolt raus, weil gut, was soll ich hier groß predikten? Ich bin eigentlich in meiner Lage nicht dazu verpflichtet. So, jetzt steht es 6 zu 2. Er kommt mit seinem Zeus rein, ich denke mir, gut, warten wir mal ab, was der drückt und gehen selbst auf eine Genesung. Das geht gut auf. Er geht auf den Focus Blast und der macht eigentlich ganz guten Damage. Mehr als ich dachte. Im Kampf habe ich das jetzt nicht gedacht, aber ich glaube, er ist Specs. Ich habe ihn aber nicht gefragt, weil es nicht weiter wirklich meddernd war. Ja, unsere Attacke gegen das Viech ist jetzt aber Psychoschock. Was bringt der rein seine Mungos? Woran stirbt das Psychoschock? Tja, jetzt steht es 6 zu 1 und es ist, glaube ich, nicht zu viel verraten, wenn ich sage, dass meine sechs Mons noch irgendwie dieses Viech da down bekommen. Diesmal gehe ich raus, weil ich dachte mir schon, dass er gechoiced ist, sonst wäre er da nicht beim Focus Blast rausgeswitcht. Von daher gehe ich mal auf mein Suicune. Krieg dann eine Kraftreserve. Ich wollte dann aber wirklich ganz sicher gehen, auch wenn es ein bisschen respektlos war und bin dann noch offen auf meinen Kaffee gegangen, ob er da nicht auf was anderes noch klickt.
Wir gehen deswegen raus, wie gesagt, auf unser Schweinegeil. Sehen, es kommt erneut eine Kraftreserve Eis. Bevor das jetzt aber nur noch ein Tilt-Move war, ich wollte wirklich sausicher gehen, gehe ich erstmal auf den Eissplitter, wo mir bewusst war, ja, der wird wahrscheinlich eher nicht killen. Und ja, jetzt sehen wir auf jeden Fall, er ist gechoiced. Und ich denke mal Choice Specs. Bin mir aber nicht sicher, könnte auch ein Scarfer sein. Aber ich glaube, bei dem Schaden vom Focus Blast auf Latias eher ein Choice Specs. So, und dann gehe ich jetzt noch in meinen Gladiator rein, weil ja, Steam Signature sollte bestmöglichst best viele Kills haben. So, wir kriegen noch einen Crit reingeballert, aber der ist nicht weiter tragisch. Wir gehen auf einen Tiefschlag und können somit tatsächlich 6 zu 0 gegen Thais gewinnen. Es war ein bisschen hexlastig mit dem Lamus. Das hätte vielleicht noch aber sagen wir so, es hat jetzt, glaube ich, höchstens bewirkt, dass es nur ein 5 zu 0 geworden ist. Weil, gut, Latias hätte eventuell noch Work gemacht, aber ich meine, Panferno war halt irgendwie weg. Und ich kann da relativ leicht mein Cesurio oder auch noch mein Mimikma reinholen und mich setupen. Und dann kommt es eigentlich, glaube ich, schon auf ein 5 zu 0 raus. Von da an war es jetzt nicht so krass mehr dann. Meiner Meinung nach. Es hat natürlich. Es war sehr ärgerlich, aber teilweise war es jetzt aber auch aus meiner Sicht nicht so bestens von Thais gespielt. Das mit Gradily, daher hätten wir vielleicht, keine Ahnung, kalken oder ein bisschen nachdenken müssen. Von da an, ja. Ich hoffe immerhin, dass er die Season mal noch einen Win holt, weil das ist derzeit echt deprimierend für ihn. Ja, ich denke, es gibt nicht viel zu sagen. Ich könnte noch ein bisschen auf meine Tabellensituation, Position, was auch immer eingehen. Ich habe ja jetzt dann eine Kill-Differenz von 8. Das geht eigentlich ganz gut. Da bin ich wohl jetzt weiter, vielleicht sogar schon die Top 3 aufgerückt. Und ja, ich stehe jetzt 5-2. Das ist eigentlich auf einem guten Wege. Damit kann man arbeiten, würde ich sagen. Von da an. Wir sehen uns dann beim nächsten OPL-Spieltag. Das war's, euer Ash.